Highway TV, Ihr Infotainment aus der Obersteiermark heute mit diesen Themen. Ehrenring der Stadt Kapfenberg für Erwin Fuchs. Ein Besuch beim Schmankerlfest in Obereich. Grand Rapids grüßt die Lip-Dub-Stadt Kapfenberg. Die ECE Basketballs starten in die neue Saison. Vorsicht, Schießübung. Julia Felser bei der Polizeisportvereinigung Leoben. Unsere Magazine. Zamtrong, der Steiner Franz braut diesmal Bier im Gösser Sudhaus. Und im Highway TV Rockblock eine steirische Institution, der Singer-Songwriter Chris Magerl. Willkommen bei HW TV, meine Damen und Herren. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf auf unserer bunten, vielfältigen Reise durch die Obersteiermark. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, den Ehrenring seiner Heimatstadt zu tragen, das ist etwas ganz Besonderes und wird nur wenigen Bürgern zuteil. Einer, der sich nun Ehrenringträger der Stadt Kapfenberg nennen darf, ist der Unternehmer und Sportmanager Erwin Fuchs. HW TV war bei dem Empfang auf der Burg Oberkapfenberg für Sie mit dabei. Es ist ein großer Tag für Kapfenberg und ein Freudentag für Erwin Fuchs. Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Manfred Wegscheider seine Laudatio auf den Unternehmer und Sportmanager Fuchs, der sich zur Aufgabe gestellt habe, der Stadt Kapfenberg zu dienen. Und nicht wenige waren auch gekommen, um mit ihm diesen Freudentag zu feiern. Bereits vor der Burg wartete auf die illustre Gästeschar ein wahrlich ritterlicher Empfang. Für Bürgermeister Manfred Wegscheider geht diese Auszeichnung an eine ganz besondere Person, die sich in den Dienst der Stadt Kapfenberg gestellt hat. Erwin Fuchs ist ja erfolgreich als Wirtschaftsunternehmer. Erwin Fuchs ist erfolgreich als Sportmanager und als Präsident der KSV. Aber Erwin Fuchs ist vor allem ein Mensch und er liebt diese Stadt und er lebt für diese Stadt. Mit dem Ehrenring gehört er nunmehr zu einem kleinen und erlesenen Kreis derer, die sich um die Stadt Kapfenberg verdient gemacht haben. Ja, wenn ich ehrlich bin, es geht einem das Herz über. Also mir persönlich macht es eine, es ist wirklich eine große, große Ehre. Und ich kann es noch nicht so richtig jetzt schätzen, beziehungsweise ich muss das erst einmal einwirken lassen. Wenn ich weiß, dass das nur 5 oder 6 Personen bis jetzt bekommen haben, dann ist das schon ganz was Besonderes für mich. Woher kommt dieses Feuer? Ich glaube, das bekommt man mitgegeben von zu Hause, von der Mutter oder vom Vater. Und wie man dann aufwächst, denke ich mir, wenn man ein bisschen Verantwortung schon übernehmen muss in jungen Jahren, das habe ich immer gerne gemacht. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und ich war schon immer im Herzen, ich wollte schon immer selbstständig werden, schon mit 12, 13 Jahren. Und das ist dann auch, hat man mir am Anfang noch ein bisschen ausgeredet. Ich soll es nicht zu jung machen, aber dann mit 28 Jahren habe ich gesagt, aus, jetzt mache ich es. Und es war der richtige Schritt. Der Sport liegt Erwin Fuchs besonders am Herzen, ist er doch seit 1996 Präsident des KSV. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass sich mit Ignaz Puschnik auch ein ehemaliger Falke und Nationalteamspieler unter die Gästeschar gemischt hat. Er streut dem Präsidenten Rosen. Ich glaube, dass Herr Fuchs speziell für den Fußball unheimlich viel gemacht hat. Ich bilde mir ein, wenn der Herr Fuchs nicht mehr wäre, dann wäre Kapfenberg nicht mehr in der obersten Klasse. Um seine Geschichte beim KSV abzurunden, freut er sich somit bereits jetzt auf die 100-Jahr-Feier des Kapfenberger Sportvereins. 1919 wurde der Verein gegründet, also jetzt wären es noch 5 Jahre. Und ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam, dass wir diese Feier noch feiern können. Ein Hoch also auf den frisch gebackenen Ehrenringträger der Stadt Kapfenberg, auf das sein Feuer auch andere anstecken und inspirieren möge. Good morning, Kapfenberg. Unsere Stadt will schöner werden. Energie
Beratung, E-Mobilität, Redzack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr. Lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Ja, das Dirndl liegt gerade wieder voll im Trend. Ob lang, kurz, klassisch oder doch modern, getragen wird es immer wieder gern. So auch beim Schmankerlfest in Obereich. Was es dort neben Dirndl und Lederhose noch zu erleben gab, hat Miriam Pössnicker für Sie zusammengefasst. Gute Unterhaltung. Zahlreiche Menschen pilgern heute in den Obstgarten der Familie Schmiedhofer. Hier findet heuer nämlich zum vierten Mal das Obereicher Schmankerlfest statt. Organisiert wird das vom Steirischen Bauernbund Obereich. Und neben mir steht jetzt der Hauptorganisator, Herr Schmiedhofer. Was gibt's denn hier alles? Ja, wir bieten da Köstlichkeiten aus unserer Gemeinde an, die Bauern selber eben zuerst produzieren und da jetzt auch verkochen und eben zum Verkauf anbieten. Und der Sinn dieser Veranstaltung ist einfach, dass wir einfach sagen können, welche Sachen, welche Köstlichkeiten wir allein in unserer Gemeinde schon anbieten können. Also, und damit sollte auf die Regionalität eben vor allem hingewiesen werden. Dass der Einkauf nachher im Geschäft vielleicht ein bisschen leichter fällt, dass man eben für Produkte aus unserer Region oder aus unserem Land greift. Und welche regionalen Schmankerl es hier genau gibt, das schauen wir uns jetzt natürlich genauer an. Unter den zahlreichen Ständen sind natürlich auch die Gemeindebäuerinnen vertreten. Mit Kaffee und Kuchen bis hin zu einem köstlichen Wildragout gibt es hier alles, was das Herz begehrt. Frau Kierl, Grüß Gott. Wie kommt es denn zu diesem leckeren Wildragout? Wie es zu dem kommt? Ja, also ich bin leidenschaftliche Köchin, habe auch ein Almgasthaus. Und nachdem ich selber begeisterte Jägerin bin, haben wir gedacht, passt das Wild gut zu meinem Stand. Selber geschossen? Das nicht, weil wir haben eigentlich Rehe und Gams und das gibt nicht aus beim Schmankerlfest. Jetzt haben wir müssen vom Nachbarn drüben, der hat ein Rotwildgehege an Hirschwild. Sie sind ja auch Obfrau der Gemeindebäuerinnen. Was ist denn da Ihre Aufgabe? Was ist denn das? Ja, so ich bin Gemeindebäuerin von Obereich. Also man muss halt schauen, dass wir die Gemeinde, also die Bäuerinnen alle gut zusammenhalten. Wir machen auch sehr viele Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, ob das in der Schule ist oder auch Kurse bieten wir an, Kochkurse und diverse. Wir haben Dirndl genäht, Taschen genäht und alles Mögliche. Also einfach, dass die Bayerinnen auch ein bisschen unter sich zusammenkommen, nur nicht nur die Bauern. Neben regionalen Schmankerln gibt es hier auch sehr viele regionale Schönheiten, ganz viele davon auch in Tracht. Frau Kaltenegger, was verbinden Sie denn mit Tradition? Natürlich so ein Fest wie das heutige hier, das Schmankerlfest, aber natürlich die steirischen Dirndln und die Lederhosen, die natürlich unsere Jugend, aber auch die Älteren besonders gut kleiden. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein Miss Dirndl und ein Mr. Lederhose küren werden. Tracht und Tradition war noch nie so schön verpackt wie beim Schmankerlfest in Obereich. Grand Rapids grüßt Kapfenberg. Für unsere Rubrik Die Region im Fokus schickte sogar der Bürgermeister der nordamerikanischen Großstadt eine Videobotschaft. Und die ECE Basketball starten in eine neue Saison. Im Juli dieses Jahres waren Betty und Brian Wentil in Kapfenberg zu Gast. Das Besondere daran? Die beiden Amerikaner kommen aus Grand Rapids in Michigan. Also genau jener Stadt, die mit ihrem Laptop weltweit für Furore sorgte und damit gleichzeitig Vorbild und Ideengeber für den großen Kapfenberg-Laptop am 19. September war.
Ja, Grand Rapids hat dadurch große Aufmerksamkeit bekommen und wir haben es dadurch geschafft, Menschen zu motivieren, in unsere Stadt zu kommen, bei Aktivitäten mitzumachen, die Kultur und Landschaft unserer Stadt zu genießen und das Geld wieder in unsere Wirtschaft einfließen zu lassen. Als das Ehepaar damals zurück in die USA reiste, erzählte man in Grand Rapids von den Vorhaben in Kapfenberg. Und die Geschichte machte die Runde. So weit, dass uns sogar der Bürgermeister der 200.000 Einwohnerstadt eine Videobotschaft zukommen ließ. Hello to our friends in Austria. This is Mayor George Hartwell of Grand Rapids, Michigan in the United States. We were so pleased when our friends Betty and Brian Van Til came back and told us how warmly they'd been received in your beautiful city. And then told us that you too were going to produce a lip dub just like Grand Rapids. I want to wish you well and thank you for being great world citizens. Na dann, kann ja nichts mehr schief gehen am 19. September, wenn Kapfenberg zur Lip Dub Stadt wird. Nach der schmerzlichen Niederlage im Mai dieses Jahres gegen Güssing und dem damit verbundenen Aufarbeiten der verlorenen Chance, österreichischer Meister zu werden, starten die Basketballs nun voll motiviert in die neue Saison. Zwei Trainingsspiele wurden bereits absolviert und man setzt größtenteils auf bewährte Strukturen und auch Spieler. Wir haben uns bemüht, nicht alles auf den Kopf zu stellen, sondern die Mannschaft im Großen und Ganzen beieinander zu halten. Das ist uns auch gelungen. Wir haben zwei Spieler ausgetauscht, das heißt, wir haben zwei neue US-Spieler verpflichtet, haben ein bisschen die Quantität des Kaders reduziert, haben mehr Junge dabei jetzt. Das heißt, von 16-Mann-Kader sind 9 eigene Spieler dabei, die aus der Akademie kommen. Und wir hoffen, dass wir wieder am Ende ganz vorne stehen und den Fans wieder viel Freude bereiten. Das Saisonziel ist klar. Hier wird nicht um den heißen Brei herum geredet. Angestrebt wird der Kampf um den Meistertitel. Naja, wenn man regierender Cupsieger und Vizemeister ist, gibt es fast nur eine Richtung, in die man gehen kann. Oder man könnte sagen, den letzten Schritt zu machen, aber dafür ist es sehr, sehr früh. Die Meisterschaft wird im Mai, Juni entschieden und da wollen wir top sein und dann wieder um den Titel mitspielen. Klares Ziel ist der Meister? Klares Ziel ist der nächste Schritt nach vorne und das zweite gibt es nur einen Schritt nach vorne. Im Dachbodentheater Bruck lädt der Bidutschnik Hans zu seinem Kabarett aufs Maul. Der Kabarettist philosophiert dabei ganz bauernschlau über Red Bull, McDonald's oder den ganz normalen Wahnsinn unseres Alltags. Beginn ist um 20 Uhr. Am 19. September findet in Kapfenberg der Mega-Event des Jahres statt. Der Lip Dub mit Opus. Ein durchgängig gefilmtes Musikvideo ohne Schnitt, das mit seiner Länge einen neuen Weltrekord darstellen wird. Nähere Informationen finden Sie auf www.lipdub-kapfenberg.at. Am 19. September sucht man in Leoben den Nachwuchsstar für das Musical Queen of Rock. Am 26. September. Aus 8 Talenten wählen die Jury und das Publikum den Gewinner, der dann im Musical auftreten darf. Beginn ist um 19.30 Uhr im Leobener Stadttheater. Am 20. September geht's am Funpark in Kapfenberg heiß her. Der Street Session Skateboard Contest bietet für Skateboarder, egal ob Profis oder Amateure, ein Preisgeld von insgesamt $1.000. Verschiedene DJs werden den Tag musikalisch begleiten. Beginn ist um 13 Uhr. Am 28. September findet in ganz Österreich der Tag des Denkmals statt. Ziel dieses speziellen Tages ist es, das Interesse für das kulturelle Erbe zu wecken. Bei freiem Eintritt hat man Zugang zu denkmalgeschützten Gebäuden, auch in unserer Region. Nähere Informationen finden Sie auf www.tagdesdenkmals.at.
Ja, in unserem Sportporträt wird heute scharf geschossen. Julia Felser besucht diesmal die Polizeisportvereinigung Leoben, Sektion Sportschießen, und nimmt die Vorderladerpistole nicht nur ganz genau unter die Lupe, sondern probiert sie selbstverständlich auch gleich aus. Ja, ob Julian Schwarze getroffen hat, das sehen Sie gleich selbst. Wir von Highway TV sind heute zu Gast bei der Polizeisportvereinigung Leoben Sektion Sportschießen. Und wir dürfen uns heute im Vorderlader schießen probieren. Naja, und schauen wir mal, vielleicht wird ja aus mir der nächste Shootingstar. Ja, lieber Erich, seit wann gibt es euch denn als Verein? Wie ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte? Die Sektion Sportschießen hat sich im Jahre 1980 gegründet. 7 Polizisten waren Mitbegründer. Wir haben dann in Leoben-Donawitz ein Abwuchsobjekt angemietet und daraus eine Schießanlage, eine Sportstätte gebaut. Welche Möglichkeiten hat man da jetzt bei euch? Mit welchen Waffen kann man da jetzt schießen? Bei uns kann man, angefangen von 10 Meter Luftpistole, Luftgewehr, bis 25 Meter Sportpistole, Kleinkaliberpistole, Großkaliberpistole. Alle gängigen Bewerbe, sportlichen Bewerbe, können bei uns sowohl im Winter als auch im Sommer geschossen werden. Und in diesen Disziplinen konntet ihr ja schon Erfolge feiern. Ja, die sind zahlreich. Luftpistolenbewerben, österreichischer Meister, Staatsmeister in der Männerklasse, in den Seniorenklassen, in der Sportpistole, 50 Meter Pistole, 25 Meter Pistole, österreichischer Meister, Staatsmeister, Seniorenmeister. Und besonders hervorheben möchte ich eigentlich den sportlichen Großkaliberbewerb, wo der BSV Leoben Sektion Sportschießen eine der besten Vereine in Österreich ist. Und es steht ja heuer noch ein Großevent an, oder? Die Weltmeisterschaften. Ja, die Weltmeisterschaften im Vorderladerschießen. In unserem Verein haben wir einen Vize-Weltmeister und einen Vize-Europameister im Vorderladerschießen. Und die heurige Weltmeisterschaft findet in Spanien, in Granada statt, wo 3 Mitglieder der BSV Leoben, Sektion Sportschießen, teilnehmen. Apropos Vorderladerschießen, ich glaube, das ist ja unser Stichwort jetzt, oder? Ja, wir befinden uns jetzt im Vorderladerschießstand. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Waffen kennenzulernen und auch einige Schüsse damit abzugeben. So, Erich. Jetzt sind wir da bei der Waffe und es schaut noch ziemlich viel Zubehör aus. Ja, das ist jetzt eine Original-Vorderlader-Pistole. Mit der Pistole werden Rundkugeln auf eine Entfernung von 25 Meter mit einer Hand geschossen. Das ist ein Bewerb, gibt es nur eine allgemeine Klasse, also keine Unterordnung, sondern nur eine allgemeine Klasse. Geschossen wird mit Schwarzpulver. Und ich glaube, da ist jetzt noch einiges zu tun und das wird uns jetzt der Alfred, glaube ich, erklären. Bevor man da überhaupt loslegen kann mit dem Schießen, muss man da ja erst einiges beachten und da gibt es jetzt einiges zu tun, oder? Ja, ich habe jetzt alles vorbereitet. Der Bewerb dauert ja genau eine halbe Stunde im Wettkampf. Das heißt, man muss vorher alles herrichten, damit man dann keine Zeit verliert. Es erfolgt jetzt der Ladevorgang. Man nimmt ein Schwarzpulver, füllt es in den Lauf hinein, gibt eine Zwischen-, ein Dämmmittel und dann die Kugel mit einem Pflaster setzt man in den Lauf hinein. Die Zündung erfolgt, wie schon gesagt, mit der Pulverpfanne, mit einem Zündkraut und dann ist eigentlich die Waffe schussbereit. So, es hat wirklich ziemlich viel Spaß gemacht und deswegen wechseln wir jetzt von der Pistole zum Revolver.
rechte Hand mit dem linken Daumen spannen. Perfekt, fertig. Ja, liebe Zuseher, mein Herz, das flattert jetzt ganz schön, aber ich glaube, meine Knallphobie, die habe ich jetzt endgültig abgelegt. I would really love to show you the new Kunstkammer Gallery. That's why I came to Vienna. Yes. Gut, gehen wir's an. Das Kunsthistorische Museum Wien beeindruckt und bereichert seine Gäste. Die Markenattribute, wie wir sein wollen. Stilvoll, souverän, berührend, offen. Das ist doch schön. Ich glaube, das gilt auch für Zahnpasta. Nach 11 Jahren war ich nie einmal irgendwem vorgestellt von anderen Abteilungen. Du, und wie viele Bilder sind überhaupt in der Sekundärgalerie? 1300. Längstens gestapelt. Ja, ganz schrecklich. Falle 9 Nord, 6 Kleidermotten. Austauschen. Die zwei austauschen. Ich habe das Gefühl, dass mir da die Habsburger wie ein Klotz am Bein hängen. Bekommen, was ja, daran sind sie liegt, enorm erfolgreich. Immer nur, jede weil Ausstellung. Sie wild auf Habsburger. Hm. Marketing, das ist das Marketing. How do you refer to that color with any particular name? Just even loosely? It's a non-color. It's a non-color. Entschalten bitte. Und nun zu unseren Magazinen. Das angeblich beste Bier der Welt kommt aus Leoben. Für Zamtrank hat unser Steiner Franz sich im Gösser Sudhaus mit Braumeister Andreas Werner getroffen, um bei der Herstellung des edlen Gerstensaftes einmal hautnah dabei zu sein. Ja, natürlich gab es danach auch ein paar Sorten zu verkosten. Na dann, Prost! Bierherr, oder Refollum. Soll das Bier im Keller liegen und soll nicht die Oma kriegen? Bierherr, oder Refollum. Bidibum. Besondere Ehre, wenn der Herr Braumeister höchstpersönlich diesen Hymnus ansingt. Sie haben das wahrscheinlich in der Studentenzeit schon geübt. Unter anderem, ja. Ja, der Herr Diplom-Ingenieur Andreas Werner ist der Chef hier im Gösser Bräu. Weltberühmt, angeblich das beste Bier der Welt, zumindest das von Österreich. So wird gesagt, ja. In der Werbung bei. In der Werbung und das schon seit langer, langer Zeit. Wir sind da im Sudhaus, wie es so schön heißt. Dieser Kupferkessel ist nicht mehr in Betrieb. Er hat musealen Charakter, der erinnert an ein Sudhaus aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ist noch aus Kupfer.
Und wo kommt's her, das gute Bier, was braucht man dazu? Das schauen wir uns jetzt an, würde ich sagen. Ne? Mit dem fangen wir an. Beim Bierbrauen, das ist Gerste. Zweizeilige Sommergerste, ganz speziell gezüchtete Braugerste. Ich habe ja das einmal Gütesiegel, das heißt, ihr müsst österreichische Ware verwenden. Wir müssen und wir können das auch mit gutem Gewissen machen, weil in Österreich wirklich gute Qualitäten wachsen. Wo nicht kommt nur bei der Gerste. Die Gerste kommt aus dem Morchfeld, kommt aus dem Burgenland, aus den klassischen Gersten- und Getreideanbaugebieten Österreichs. Dann haben wir das nächste Kübel, da steht drauf, helles Malz. Ja. Was ist der Unterschied? Das war einmal Gerste. Man bringt die Gerste zum Keimen und durch das Keimen bilden sich Enzyme, die dann notwendig sind im Brauprozess. Im nächsten Kübel wird es dunkel. Das schaut schon fast aus, Kaffee. Nach dem Krieg haben sie aus dem Kaffee gemacht. Aus dem haben sie Malzkaffee gemacht. Das schmeckt da so, das schmeckt röstig, Malzkaffeeartig. Und das braucht man zum dunklen Bier machen. Das nimmt man auch in kleinen Mengen, um helles Bier etwas dunkler zu machen. Und das bringt die echt steirische Note, ziemlich frisch geerntet, noch schön grün. Ja. Das ist was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes. Das ist Leitschacher Hopfen, den wir seit den 50er Jahren aus Leitschach beziehen. Spezielle Sorten von speziellen Bauern. Das sind Bauern, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten und die uns diese super Hopfenqualität liefern. Das sind Pellets. Ich habe mir erlaubt, ein Stück oder ein kleines Stück herunter zu beißen. War sehr, sehr bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Schmeck ich jetzt noch im Mund. Ja, das ist wirklich, der Hopfen ist das Gewürz des Bieres. Das Wasser ist das Wichtigste, ein gutes Brauwasser ist die Basis, das Fundament. Das Malz ist die Seele des Bieres und der Hopfen ist das Gewürz des Bieres. Und das kann man auch schön illustrieren. Für 100 Liter Bier brauchen Sie 110 Liter Wasser, weil einen Teil verkocht man. Dann brauchen Sie 17 Kilo Malz, also das sind überschaubare Mengen im Vergleich zu 100 Liter. Ja, und eine Handvoll Hopfen für 100 Liter. Also das ist, wenn man das mit einer Küche vergleicht, wirklich das Gewürz. Schön. Und jetzt schauen wir gemeinsam vielleicht, was man macht mit diesen Ingredienzien, damit es ein Bier wird. Ja, gerne. Wir werfen da jetzt einen Blick in den Läuterbottich, wo noch die Bierwürze schön sichtbar ist, über den Treber stehen. Das Hackwerk, das dreht sich langsam, um das aufzulockern. Und die süße Würze sickert durch den Biertreber, durch den Siebboden des Läuterbottichs in die Würzepfanne. Das ist ein Prozess, für den man Zeit braucht. 3 Stunden dauert das und der mitten im Brauprozess ist. Angenehme Temperatur hat es da im Sudhaus. Ja, im Sommer ist es warm. Machen wir ein bisschen Marschleistung. Nein, wir sehen voll. Ein Rock. Dann schmeckt es mir weniger. Ja. Würden Sie bitte kurz Mikrofon machen. Wie viel Grad hat es denn da drinnen? Na, jetzt haben wir weit über 30 Grad im Raum da. Ja. In den Kesseln haben wir um die 70 Grad. Ja, bitte. Und wenn wir da hinten jetzt schauen, der nächste Kessel, der ist in der Größenordnung gleich. Das ist auch ein Läuterbottich und so schaut es in dem Läuterbottich aus, wenn fertig ist, abgeläutert und nur mehr die Biertreber zurückgeblieben sind. Ah, das sieht man. Die sind jetzt trocken. Und das ist der Rückstand, ein Reststoff der Brauerei, der in der Landwirtschaft Verwertung findet. Ein wunderschönes Glasfenster gibt es da. Ja, das ist ein Brauerwappen. Die beiden Brauerlöwen halten einen Bottich und dann sieht man die Schöpfkelle rechts, links die Widerschaufel, ja, und 2 Gerstenähren. Dieses Wappen ist in verschiedensten Ausschmückungen einfacher, komplizierter seit Jahrhunderten als der Brauer. Ja, Gösser Signe Abtei zu Göss, da weiß man ja schon alles von der Geschichte eigentlich. Das beste Wasser muss man, glaube ich, haben. Ne? Wasser ist ganz grundsätzlich das Wichtigste. Auch im fertigen Bier sind über 90% Wasser. Und das schmeckt man einfach, ob ein Wasser sauber ist, ob es einen guten Geschmack hat. Das geht bis ins fertige Bier hinein. Hätte Adam Gösserbräu besessen, hätte er den Apfel nicht gegessen, habe ich gelesen einmal in einem Wirtshaus. Ja, da kann ich dem Adam nachfühlen. Ja. Es wäre der Menschheit einiges erspart geblieben. Ja, ich bin schon wieder neugierig.
Die gehen einen Stock tiefer. Was ja. gibt's da? Ja, ein Stock tiefer ist der nächste Schritt. Tiefer gehen wir auch deshalb, weil früher nach dem Schwerkraftprinzip, man hat oben begonnen und das ist bei jedem Verarbeitungsschritt ohne Pumpen eines tiefer geronnen. Wir sind da in einem sehr alten Sudhaus und daher ist auch die Würzepfanne tiefer als der Läuterbottich. Na gewaltig, da rührt sich schon einiges drinnen. Da ist auch viel drinnen, da sind fast 700 Hektoliter drinnen. Kocht das Ganze? Das kocht jetzt, das kocht eine Stunde und in der Zeit, wo es gekocht wird, kommt auch der Hopfen dazu. Und wenn das fertig gekocht ist, dann sind wir im Sudhaus fertig. Also Alkohol haben wir immer noch keinen dabei? Der Alkohol kommt erst im Gärkeller. Jetzt haben wir mal die fertige Bierwürze mit Hopfen versetzt, fertig für den Gärkeller. Ja, da im Gärkeller ist es wieder angenehm kühl, muss ich sagen. Das sind ja gewaltige Gärtanks da. Ja, die Hefe hat es gern kühl und die ist jetzt in diesen Gärtanks bei der Bierwürze und vergärt den Zucker zu Alkohol und Kohlensäure. Das dauert ungefähr eine Woche, dann haben wir die Hauptgärung abgeschlossen und dann beginnt die Reifephase, die Stabilisationsphase, wo das Bier Ruhe braucht, wo es wirklich das Aromaprofil kriegt, das wir haben wollen. Und nach ungefähr 6 Wochen ist das Bier fertig zur Filtration. Dann wird es abgefüllt? Wird es abgefüllt, wird verschieden ausgeliefert und hoffentlich bald getrunken, weil Bier schmeckt frisch am besten. Das werden wir jetzt gleich kosten, wenn es wahr ist. Ja, das ist auch eine eigene Kunst, das Bier einschenken. Ja, man trinkt ja nicht nur mit dem Gaumen, sondern mit allen Sinnen. Und da gehört ein schön eingeschenktes Bier dazu. Das dauert nicht 7 Minuten, wie es uns manche weismachen wollen, sondern 2 Minuten. Man schenkt das erste Mal so voll wie jetzt und lässt dann eine Zeit absitzen. Und dann kann man Haberl drauf. Das schaut dann so aus wie hier, das ist ein Zwickel. Und nach 2 Minuten schenkt man noch einmal drauf und da kann man dann wunderbar eine Schaumkrone rausheben. Könnte ich dir sagen, Prost. Ja, zum Wohl. Glück auf. Glück der ganzen Familie Gösser. Der Familie Gösser. Der Schaum ist eingedicht. Ich glaube, das kann man sich sogar rasieren mit dem, der ist so fein. Da kann man 1 Euro drauflegen, ja. Wunderbar. Wie halt gewöhnt. Gösser. Besser. Euer Slogan. Gut, besser, Gösser. Ja. Ja. Und diese verschiedenen Biersorten, die sie anbietet, das ist das häufigste, nicht? Märzen? Das Märzen ist das liebste Bier der Österreicher. Ja, das trinken alle, vom Maurer bis zum Präsidenten. Alle. Das ist eine Bierspezialität, das Stiftsbräu, das ist ein dunkles Bier. Eher für Damen auch gedacht. Für Damen, aber durchaus ein Bier für Kenner. Für schwangere Damen, hat mir mal einer gesagt. Das Spezial ist eine sehr alte Sorte, die Gösser Spezial wurde bei der Unterzeichnung des Staatsvertrages serviert, 1955 in Belvedere. Oben auf dem berühmten Balkon und beim Diner dann auch. Toll! Und das ist jetzt... Das ist das Gösser Naturgold, ein alkoholfreies Bier. Ja, ziemlich neu. Das ist jetzt in der Entwicklung. Ein gutes Jahr am Markt. Und das überhaupt? Das ist ein Zwickel, das ist das Bier wie hier. Strebe, und jetzt kommt das, ist die neue das Highlight. Entwicklung aus unserem Haus, das Gösser Krachel. Ja. Das ist ein alkoholfreier Radler, also ein Mischgetränk, Zitronenlimonade mit alkoholfreiem Bier. Ist eine Bierlimonade für Erwachsene. Trinken manche ganz gern. Ja. Ich trinke lieber das ordentliche Bier. Ich habe mir da nämlich einen Spruch aufgeschrieben. Bier, der edle Gerstensaft, gibt auch Pantoffelheldenkraft. Nicht und nur seit diesen, ist meine Frau zufrieden mit mir. Herrlich. Ja. Sie trinken auch Bier? Ich habe Bier als mein Lieblingsgetränk gewählt. Auch als Burgenländer geht das. Ja. Und wenn jemand über Bier mehr erfahren will, gibt hier auch ein Museum, ein Gösseum, wo man nicht nur aus der Vergangenheit Sachen sieht und erfährt, sondern auch über den ganzen Brauprozess sehr viel erfährt, von kundigen Damen geführt, multimedial unterstützt, für jeden Bierinteressierten ja fast ein Muss. Schön, wir laden alle ein, ins Museum zu kommen, die noch nicht alles gesehen haben. Wir haben heute sehr viel gezeigt, aber es gibt natürlich noch stundenlang. Gäbe es. Gäbe es, ja. Sehr zum Wohl. Prost, Glück auf. Glück auf. Allen Zuschauern auch. Ja.
Ehemals in Hardcore- und Powerpop-Gefilden beheimatet, schlägt Chris Magerl nun bedeutend ruhigere Töne an. Seit 2008 widmet er sich voll und ganz seinem Solo-Projekt. In der steirischen Musikszene ist der gebürtige Grazer aber schon lange kein Unbekannter mehr. Sehen Sie jetzt eine neue Ausgabe unseres Magazins Rockblock, diesmal mit Chris Magerl. Chris Magerl könnte man durchaus als Institution in der steirischen Musikszene bezeichnen. Für all jene, denen der Name vielleicht nicht geläufig ist, denen sind wahrscheinlich die Bands Sick of Silence und Once Tasted Life ein Begriff. Bands, in denen Chris jahrelang als Sänger und Gitarrist tätig war. Chris, ich freue mich, dich im HWTV Rockblock begrüßen zu dürfen. Eine Ehre. Ich habe es jetzt sehr minimalistisch zusammengefasst. Vielleicht ein bisschen ausführlicher, dein Werdegang, doch schon 15 Jahre Musikgeschichte. Genau, mittlerweile ist einiges zusammengekommen. Ich habe angefangen im Hardcore-Punk mit einer Band, die damals Sick of Silence geheißen hat. Mit der waren wir relativ viel unterwegs, also es ist relativ gut gelaufen bei uns. Haben dann Touren gemacht durch ganz Europa, sind nach Kanada eingeladen worden, haben zwei erfolgreiche Releases gehabt, die mittlerweile fast ausverkauft, also eine ist ganz ausverkauft und eine ist dann wieder aufgelegt worden, die gibt es jetzt noch. Dann hat sich diese Band allerdings aufgelöst. Und dann ist meine Indie-Alternative-Rock-Band gekommen, nämlich Once Tasted Life. Die hat es dann auch eine Zeit lang gegeben, war ganz anders unterwegs als Sick of Silence, aber in dem Umfeld, in dem wir gespielt haben, auch relativ erfolgreich eigentlich. Und irgendwann habe ich dann begonnen, Solo-Musik zu machen. 2008 war das, glaube ich. Seitdem zwei Alben, das neueste erst dieses Jahr auf den Markt gekommen. Warum hat es dann doch so lange gedauert zwischen den zwei Alben? Das Leben schreibt die besten Geschichten. Ich war eigentlich schon fast fertig und habe gedacht, ich schreibe ein Album über das Leben, über mein Leben, über alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Und als ich dann fast fertig war, also die Promo ist schon gelaufen, wir waren eigentlich schon fertig mit dem Terminplan und so weiter, war so, dass mir die Stimme ausgegangen ist. Also ich habe relativ viel gemacht mit meiner Stimme bis dorthin. Nicht immer alles richtig und das hat sie dann genau in diesem Moment gerecht. Und dann hat es einmal ein Jahr lang eine Pause gegeben mit Logopäden und so weiter und so fort, bis die Stimme wieder da war. Im Vergleich zum ersten Album, das zweite Album doch rockiger. So ein bisschen der Wandel, man wird dann glaube ich doch älter und entwickelt sich wahrscheinlich da auch dann auch weiter. Ja, aber da hätte ich eigentlich ruhiger werden müssen. Es ist so bei mir. Mir gefallen ruhige Sachen genauso gut wie rockige. Mir ist es eigentlich völlig egal, Hauptsache ich spüre was dabei. Also mir geht es einfach wirklich um die Emotion und um das, was ich sagen möchte. Und als das erste Album erschienen ist, hat es meine Band noch gegeben. Und wir waren damals mit der Band dann am Stadion, wo wir sehr rockige Sachen gemacht haben. Deswegen sind die ganzen ruhigen Sachen übrig geblieben für das Solo-Projekt. Und es war für mich auch so angedacht, dass was ganz was Kleines, Minimalistisches, wo ich dann in irgendwelchen Pubs im Eck spiele, ganz ruhig und intime Musik eigentlich. Nachdem es die Band jetzt nicht mehr gibt, sind relativ viele Sachen, die wir sonst vielleicht für die Band verwendet hätten, würde es noch eine geben, auch auf dieses Album geflossen. Und insofern sind jetzt sehr viele rockige Sachen drauf, aber immer ein paar ruhige auch. Um was geht's denn so in deinen Songs? Was sind so Themen, die du da aufarbeitest? Im Endeffekt würde ich sagen, es sind sehr viele Alltagsgeschichten, wobei es so ist, dass ein Teil ist eine Auseinandersetzung mit meiner Vergangenheit, also mit meiner musikalischen Vergangenheit sehr, sehr viel, also mit Musikbusiness, mit meinen eigenen Plänen, wo ich hinwollt als Musiker oder als Mensch und damit meiner persönlichen Entwicklung. In diesen 15 Jahren Musik bin ich natürlich ein anderer Mensch geworden. Auch. Und zum Zweiten behandelt das Album auch sehr, sehr viele Inhalte, die ich erlebe in dem Leben, das sich rundherum um mich abspielt. Ich arbeite ja im Sozialbereich, das heißt, ich habe da auch einen ganz anderen Zugang zu anderen Lebenswelten, die jetzt nicht meine sind, und verarbeite das in der Musik. 15 Jahre Musikbusiness, vielleicht eine Zwischenbilanz, ich glaube, da kann man ruhig einmal ein Resümee ziehen, doch schon eine Weile her. Mein großes Ziel war immer, dass ich Profimusiker werde, dass ich von der Musik leben kann, dass ich auf Tour bin und die Welt sehe ich als Profimusiker. Das habe ich nicht erreicht und heute mit fast 36 bin ich sehr froh, dass das so ist, weil ich heute Musik machen kann, so wie ich sie möchte und niemand hinter mir steht, der sagt, naja, was die jetzt in einem Jahr brauchen wir wieder ein neues Album und schreibe Nummern und gehe vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung, weil der Markt entwickelt sich in diese Richtung, das brauche ich nicht. Insofern, jetzt habe ich meine Familie, ich habe meinen Lebensmittelpunkt in Graz, was jetzt nicht New York ist oder London oder sonst irgendwas, aber ich bin sehr glücklich und ausgewogen, weil ich das machen kann, was ich will. Jetzt hast du in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht,
Was gibt es denn noch so für Pläne in diesem Jahr oder vielleicht auch in naher, ferner Zukunft? Im Moment läuft es bei mir gerade mit dieser Solo-Geschichte relativ gut. Das heißt, es wird heuer noch einige Konzerte geben, wo ich einfach so als Einzelperson überall spiele. Das wird primär Österreich sein, aber nicht nur. Auch die Nachbarländer sind da noch dran, da sind ein paar Sachen ausgemacht. Und nebenbei ist es einfach so, dass mir natürlich wieder neues Material einfällt. Das nehme ich dann auf, stelle es online. Da gibt es jetzt eh schon wieder ein paar neue Sachen, die man sich anhören kann. Also sofern die Stimme nicht wieder versagt wird, da sicher wieder was kommen von dir. Genau, ich gebe mein Bestes, dass das eine nicht passiert und das andere eintrifft. Was bekommen wir denn heute von dir zu hören? Ich habe mir gedacht, ich spiele heute eine Nummer, mit der das eigentlich ein bisschen angefangen hat, diese Solo-Geschichte. Das ist eine relativ alte Nummer. Die heißt Rooftops, da geht es um Graz, um das Älterwerden in einer Stadt, in der man aufgewachsen ist. Und ja, diese Nummer war ein bisschen wegweisend dann auch für alles, was später in meiner Solo-Karriere, wenn man so will, passiert. Chris, war mir eine Ehre. Danke fürs Interview. Danke. Jetzt gibt's Rooftops von Chris Magerl. Mit diesen rockigen Klängen endet auch schon wieder unsere heutige Sendung. Ich sage wie immer im Namen des gesamten Teams danke fürs Zusehen und freue mich natürlich, wenn Sie wieder mit dabei sind und einschalten ab kommenden Donnerstag, 18. September, bei einer neuen Ausgabe von HiBe TV. Bis dahin eine angenehme Woche, noch einen schönen Spätsommer. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen.